Ja, hallo, ich bin's wieder. Ich habe euch wieder Neuigkeiten von der Hover RX1. Und zwar wurde ich immer wieder gefragt oder bei den Kommentaren stand immer drin in der Community: Hey, ich bin immer fasziniert, wie hoch dass du die Drohne bringst. Das heißt, wo du diese Filme drehst, also wo du die Drohne bewegst. Und ja, ich bin selber auch überrascht, aber was hier die explizite Frage ist: Wie hoch kann eigentlich diese Drohne fliegen? Das heißt, oder wie funktioniert die eigentlich? Das ist hier die Frage und ich habe vielleicht eine kleine Erklärung. Ihr seht ja hier auf dem Video, zum Beispiel haben wir eine 360-Grad-Aufnahme gemacht und ihr seht, da geht es ja zum Teil ziemlich runter. Oder? Das ist, wir sind da auf einem Gipfel und oder auf einem Berg und da haben wir eine 360-Grad-Szene gedreht und da geht es ja auf einer Seite ziemlich runter. Das heißt, sie ist einfach sehr hoch oder sehr weit ausgesetzt. Ja, und es ist immer wieder schön, wenn sie zurückkommt. Ich finde es immer wieder spannend. Es ist immer so ein kleines Kribbeln, wenn ich sie dann loslasse und sie geht. Ja, das ist halt einfach das Risiko bei solchen Sachen. Man weiß nie, was passiert. Also man ist sich eigentlich sicher, aber trotzdem können immer wieder Sachen passieren, die nicht vorhergesehen sind. Bei uns in den Bergen ist es meistens ziemlich windig und ihr seht auch da, macht die Drohne eigentlich wirklich eine gute Figur. Ich bin wirklich fasziniert von dem Teil, kann ich immer nur wiederholen und wiederholen. Ich habe auch da ein Musikvideo gedreht oben an den Bergen und wir haben diese Drohne benutzt, um einmal einen Probeshot zu machen, dass ich mal die Lichtverhältnisse ein bisschen sehe und so. Und wirklich praktisch Decks einschalten, einmal rundum und du hast eigentlich einen coolen Shot, wo du nachher die Hauptdrohne fliegen lassen kannst und auch sehen kannst, ja, okay, lohnt sich das überhaupt, die Drohne so hoch oder die Aufnahme so zu machen oder was muss ich dann beachten, wenn ich an diesem Winkel bin oder in diesem Teil von dem Kreis bin oder so, dass ich das ein bisschen einteilen kann. Für das habe ich diese benutzt. Und eben, wie ihr da auch seht, geht es ja eigentlich recht runter da auf einer Seite und da hat die Drohne wirklich eine gute Figur gemacht. Jetzt denke ich, adieu, jetzt denke ich, dass dieses Ding so funktioniert. Es hat ja hier die Sensoren da. Ihr seht ja da die Sensoren und die funktionieren ja eigentlich so. Du hast die Höhe eingestellt, hoch, flach oder tief. Und ja, da sind die Einstellungen gegeben, wo die Drohne sich dann bewegt, oder? Das ist ja klar. Es ist höher, tiefer oder flacher. Aber bei solchen Felsenvorsprüngen denke ich, dass sie scannt ja mich oder sie scannt ja dich oder sie scannt ja den Athleten oder den Film, der gefilmt wird, der wird ja gescannt und anhand von dem richtet sich ja die Kamera oder es sind ja sonst keine Sensoren drin, wo die Drohne sich orientieren kann. Es sind wirklich nur die da und dann denke ich, ist es auch für die Sensoren sind für das da, dass ich nachher für die Landung was ich für die Landung vorbereiten kann. Das heißt, streckst du die Hand aus, du bleibst einen Moment stehen, dann weiß die Kamera, aha, was macht er jetzt? Und dann streckst du die Hand aus und das erkennt die und dann geht sie runter auf die Hand. Wenn natürlich irgendwo ein Hindernis ist, also jetzt kurz gesagt, die Höhe spielt mir eigentlich sozusagen keine Rolle, solange die Batterie hält. Und da denke ich, sie scannt einfach immer nur den Filmer und dann orientiert sie sich an dem und dann kann sie sich eigentlich schön an dem orientieren und dann ist eigentlich nur noch die Höheneinstellung matchentscheidend mit der Winkel von der Aufnahme. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo, ach,
ich weiß auch nicht, irgendwo auf einem Gipfel bin oder auf einem Tourismusort, wo ich hoch oben bin und dann will ich was filmen und dann kommt dann irgendwann die Fahnenstange drin. Oder? Das heißt, das habe ich auch schon gesehen, dass jemand gefilmt hat, dann kommt die Fahnenstange und dann wackelt sie wahrscheinlich ein bisschen und hält sich dann wieder oder sie setzt dann zur Landung an. Und das ist eben das Spannende oder das Problem, wo landet sie dann? Wenn du natürlich, eigentlich kommt sie ja immer wieder zu dir zurück zum Ausgangspunkt, oder wo sie angefangen hat, aber sie, wenn sie dann da angeschlagen hat, setzt sie eigentlich dort zur Landung an. Und dann kommt eigentlich das Doofe wahrscheinlich. Die Fahnenstange ist irgendwo noch ein Abgrund und dann landet sie einfach dort, wo sie landen kann, außer du hast die Hand und dann landet sie auf der Hand. Aber jetzt, wenn du natürlich irgendwo einen Ast erwischst und dann bist du auf einem Felsvorsprung und dann fliegt sie so und dann erwischt sie den Ast, dann geht sie vielleicht zurück, dann wackelt sie und dann geht sie zur Landung und dann setzt sie wirklich zur Landung an. Und wenn du natürlich da, ja, das ist natürlich Pech. Das finde ich natürlich doof. Also passt auf, wirklich den Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt ist wichtig, wo ihr die Drohne startet, weil dort kommt sie auch wieder zurück. Ja, das ist auch wichtig, dass sie wirklich dort wieder zurückkommt, wo du angefangen hast. Wenn du natürlich beim Felsvorsprung anfängst und dort anfängst, wo du den Shoot machen möchtest, wo du stehen, dann musst du natürlich damit rechnen, sie kommt natürlich vielleicht nicht ganz zurück, oder? Und dann bist du dann in der blöden Situation, was mache ich jetzt? Und dann geht die Drohne dann irgendwann runter. Also passt auf, dass ihr wirklich den Ausgangspunkt gut wählt, wo ihr gut stehen könnt und genügend Platz habt. Das ist eigentlich wichtig. Ja, kurz zu den Sachen. Ich zeige euch nochmal ein paar Einschnitte. Könnt ihr mal schauen. Also, das waren doch eigentlich ganz coole Aufnahmen, schöne Aufnahmen in der Höhe, ihr habt Aufnahmen in den Bergen gesehen, ihr habt Aufnahmen auf der Hängebrücke gesehen, da geht es, da funktioniert es auch. Es ist ja nicht nur bei den Orbit-Aufnahmen, sondern eigentlich bei allen Aufnahmen muss man aufpassen, wo ist der Ausgangspunkt und somit auch der Zielpunkt der Drohne. Ja, wieder ein langes Video wahrscheinlich, aber ich hoffe, es interessiert euch und ich würde mich gerne über ein Like freuen und abonniert auf meinen Channel, damit ich wieder mehr Videos machen kann, darf und das motiviert mich natürlich auch und immer wieder eine Freude, euch zu zeigen, wie die Drohne funktioniert und was gut ist und was schlecht ist. Bisher habe ich wirklich coole Sachen erlebt und es werden auch noch andere Sachen kommen. Ich werde auch noch ein Crash-Video zeigen. Das ist auch noch interessant. Die Crashes, die ich gehabt habe und dass sie überhaupt noch funktioniert, ist, also ich weiß nicht, bis jetzt, ich Holz anlangen, heißt es immer. Ich bin wirklich fasziniert. Also zwei, drei kleine Sachen, die ich dann wieder mit dem Schnellsekundenleim, mit dem Sekundenleim anleimen, ankleben muss. Aber sonst funktioniert das Ding nach wie vor. Also, danke vielmal und bis zum nächsten Mal.